Herr Föhr, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ich belehre Sie außerdem 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich oder Angehörige belasten könnten. Sie heißen Rudi Frank, 51 Jahre alt. Sie wohnen in Bergheim, sind verheirateter Unternehmer, mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Am Nachmittag des 24. Juni soll der Angeklagte mit diesem Aschenbecher Ihre Frau niedergeschlagen haben. Danach soll er ihr noch Schmuck im Wert von 2.800 Euro entwendet haben. Wo waren Sie denn an dem Nachmittag, also so zwischen 15 und 15.30 Uhr? Ich bin um 14:45 von der Firma zu Marco gefahren. Und er kam gerade von einem Gespräch mit meiner Frau. Hey, was machst du denn hier? Ich wollte unbedingt zu dir. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nathalie, ich habe dir doch gesagt, du sollst sitzen bleiben. Wie kommst du dazu, die Kleine hierher zu bringen? Ich finde es eine super Idee. Entschuldigung, ich habe nur einen Moment telefoniert und da war sie auch schon weg. Ich glaube, der ganze Erwachsenenkram hier ist gerade ein bisschen langweilig für dich. Und du gehst jetzt am besten mit Birgit wieder raus und wartest auf mich und dann komme ich gleich zu euch. Ja? Okay, ja. Dann bis gleich. Nathalie? Weißt du, dein Papa hat noch einiges zu tun. Ich glaube, es war echt langweilig. Ihr seid ein super Team. Danke, Rudi. Was redest du denn da? Naja, dann müssten Sie den Plänen, dem Angeklagten das Sorgerecht zu entziehen und die Vormundschaft für die Nathalie zu beantragen, ja eigentlich eher kritisch gegenüberstehen, oder? Ich bin mit der ganzen Situation nicht sehr glücklich. So, jetzt war mal gerade stehen geblieben vorher, dass Sie den Angeklagten besucht haben und dass er da gerade vom Besuch bei Ihrer Frau zurückkam. Aus welchem Grund waren Sie denn bei ihm? Ja, ich wollte ganz einfach wissen, wie es ihm geht. Die ganze Situation ist ja unerfreulich für uns alle. Und da hat er mir von dem Streit mit meiner Frau erzählt und dass das sehr unerfreundlich war. Und dass sie ihm, oder dass wir ihm das Kind wegnehmen wollten, aber er wollte sich dagegen wehren. Ja, wie war er denn da beieinander? Er kam ja gerade von Ihrer Frau zurück. Wie hat er sich denn benommen? Ganz normal, er machte auf mich überhaupt nicht den Eindruck, als ob er jetzt kurz zuvor meine Frau niedergeschlagen hat. Du bist mir eine tolle Stütze. Wie kommst du überhaupt dazu, den Kerl in seiner Wohnung zu besuchen? War sein Flittchen vielleicht auch da? Wie sprichst du denn über eine Frau, die du gar nicht kennst? Mein Name ist Laura Bredoni. Ich bin das Flittchen, das jetzt mit Marco zusammenlebt. Also, Frau Bredoni, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie so nicht unbedingt über sich reden lassen wollen hier. Habe ich volles Verständnis dafür, aber bleiben Sie bitte sitzen und... Entschuldigung, ich weiß, dass Ihnen das jetzt nicht gefällt, Frau Frank. Aber ich liebe Marco von ganzem Herzen. Und ich wünsche mir, dass er mit Nathalie zu mir nach Italien kommt. Wissen Sie, weil ich habe hier studiert und jetzt zieht es mich zurück zu meiner Heimat. Lauras Eltern haben ein Weingut in der Toskana und Marco könnte da eine Arbeit finden. Und er hat wohl auch schon darüber nachgedacht. Und das wäre natürlich eine tolle Idee. Er könnte dann sich auch mehr um das Kind kümmern. Es wäre also eigentlich die ideale Situation für uns alle. Ja, mit dem geregelten Tagesablauf, das wäre natürlich vor allem wichtig, oder? Ja, ist. Ich kenne Marco schon eine ganze Weile. Ich habe auch Elisa gut gekannt. Aber das mit Marco und mir, das ging erst nach Elisas Tod. Und ich bin mir sicher, dass sie es gewollt hätte. Denn ich würde mich sehr gut um Nathalie kümmern, so gut wie ich nur kann. Gut, das höre ich natürlich gern. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass Sie von da hinten bitte nicht dazwischen reden. Ja, ich habe Laura zusammen mit Elisa und Nathalie im Schwimmbad kennengelernt, weil Nathalie Laura irgendwie Eis über die Beine gekippt hat. Und dann haben wir uns drei super verstanden und als Elisa dann verstorben ist, haben Laura und ich uns gegenseitig getröstet und als wir dann aus der Freundschaft irgendwann wurde dann Liebe und ich überlege jetzt schon mit Laura nach Italien zu gehen. Lass dich bloß nicht aufhalten, aber das Kind bleibt hier. Ohne Nathalie gehe ich nirgendwo hin. Mir ist langweilig, warum kommt mein Papa nicht? Was meinst du, sollen wir ein Eis essen gehen? Und du siehst ihn ein andermal? Nein, ich will den Papa jetzt sehen. Aber Schätzchen, das kann noch ewig dauern. Egal. Kennen Sie Nathalies Vater eigentlich schon länger? So gut man den Vater der besten Freundin eben kennt. Mhm. Gut genug, um zu wissen, dass er sich für Nathalie alle Beine ausreißen würde. Und, vermisst du deinen Papa? Ja, der spielt immer mit mir und der geht immer mit mir auf den Spielplatz. Und der labt mir viel mehr als die Oma. Die Oma hat immer Angst. Mhm, aber deine Oma und dein Opa, die hast du doch auch gerne, oder? Ja, aber Papa soll da sein. Ohne Papa ist das doof. Mhm. Du, wir können auch in den Zoo gehen. Nein! Jetzt kommen wir doch noch mal auf diese Situation in der Wohnung des Angeklagten zurück, als Sie ihn besucht haben. Ja? Was hat er Ihnen denn erzählt von seinem Streit mit Ihrer Frau? Er war natürlich sehr erregt. Und meine Frau hat ihm ja mitgeteilt, oder das wusste er ja auch schon, als wir eben das Sorgerecht beantragt hatten. Aber er wollte sich dagegen
wehren und hatte auch schon einen Anwalt beauftragt. Irre ich mich oder stehen Sie nicht unbedingt hinter diesem Plan Ihrer Frau, die Vormundschaft für die Natalie zu bekommen? Ja, ich hätte natürlich wie jeder Großvater gern mein Enkelkind immer bei mir, aber Marco ist der Vater und das Kind gehört zu ihm. Das heißt, Sie vertrauen dem Mann, der beinahe Ihre Frau getötet hätte? Als Karin, Frau von Ulrich, mich bei, als ich bei Marco war, angerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass meine Frau im Krankenhaus ist, war nicht nur ich, sondern auch Marco echt erschrocken. Und als sie mir dann noch mitgeteilt hat, dass meine Frau Marco beschuldigt, war das nicht geschauspielert. Also ich kann davon ausgehen, ich kenne ihn lang genug, dass das echt war, dass er genauso erschrocken war wie ich. Was zum Teufel willst du jetzt damit andeuten? Dass ich ihm die Tat nicht zutraue. Dankeschön, Rudi. Das soll ja dann wohl bedeuten, dass ich lüge. Meine Frau ist über den Tod unserer Tochter schwer, kommt nicht sehr gut darüber hinweg. Und sie traut Marco wirklich nicht zu, dass er sich gut um seine Tochter kümmert. Aber ich bin da anderer Meinung. Sie denken, das sind vielleicht alles ehrenhafte Motive, aber das könnte ein Grund dafür sein, dass sie die Ereignisse nicht wahrheitsgemäß wiedergibt? Es gab diesen Diebstahl, es gab den Streit, da hat sie vielleicht einen Schlag auf den Kopf bekommen und da ist sie vielleicht nicht mehr ganz klar, ob da ein Einbrecher war oder... Oder was? Jetzt lüge ich nicht nur, jetzt bin ich auch noch plamplem? Das habe ich nicht gesagt, aber irgendeine Erklärung muss es geben. Jetzt machen wir doch erstmal da weiter, wo Sie diesen Anruf von Karin von Ulrich bekommen haben. Mhm. Was haben Sie daraufhin gemacht? Frau von Ulrich hat mich gebeten, für meine Frau ein paar Sachen fürs Krankenhaus zu besorgen. Ich bin also nach Hause gefahren, um Nachthemden und so etwas zu holen. Und haben Sie da auch das Au-pair-Mädchen, die Abby Coltrane, getroffen? Ja, die war zu Hause und war außer sich, weil meine Frau hatte ihr fristlos gekündigt. Und das junge Mädchen wusste jetzt gar nicht, wohin. Dann habe ich ihr 500 Euro gegeben, damit sie wenigstens nach Hause fahren konnte. Denn man ist ja auch verantwortlich für ein Au-pair-Mädchen, was man zu Hause hat. Schließlich hat sie mich bestohlen. Das wusste ich ja da noch nicht und das hätte man auch anders regeln können. Wissen Sie, meine Frau ist eigentlich nicht so herzlos, aber... Naja, ich weiß ja, ob man von Herzlosigkeit sprechen kann gegenüber einem Au-pair-Mädchen, das einen bestohlen hat. Also da bin ich jetzt eher auf einer Wellenlänge mit ihrer Frau, würde ich mal sagen. Das war doch vernünftig, dass sie sagt, ich soll abhauen und ausziehen, oder hätten Sie es anders geregelt? Man hätte das auch gütig regeln können, denke ich mir. Naja, aber es war ja auch einiges, was an dem Tag war. Da hat sie einen Streit mit dem Marco gehabt. Dann hat sie dem anderen festgestellt, dass ihr Schmuck weg ist. Ja, vielleicht hatte meine Frau, wie gesagt, ein Schädel-Hirn-Trauma und Erinnerungslücken. Und weiß gar nicht, dass da ein Einbrecher oder Ähnliches war. Wie hat denn Ihre Frau Ihnen selbst den Angriff auf Sie geschildert? Meine Frau und Frau von Ulrich haben mir also... mit voller Inbrunst beide erzählt, dass Marco meine Frau also mit dem Aschenbecher niedergeschlagen hat. Und waren da auch und sind davon voll überzeugt. Ja, dem stehen Sie mich an. Ich bin überzeugt davon, dass es die Wahrheit ist. Und dann hat der Angreifer den Schmuck an sich genommen, um das Ganze wie ein Raubüberfall auszusehen. Davon bin ich überzeugt. Also Herr Frank, Ihre Aussage hat mich in meiner Vermutung bestätigt, dass Abby Coltrane die wahre Täterin ist. Ja, Abby wollte stehlen, aber die wird ja meine Frau jetzt nicht brutal niederschlagen. Das denke ich eigentlich nicht. Natürlich nicht! Und du traust also niemandem irgendetwas Schlechtes zu. Nur deiner eigenen Frau. Sie lügt und die will dem Eier Marco nur aus purer Gemeinheit irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Ich weiß nicht, was an dem Namen passiert ist. Ich weiß nur, Marco ist ein anständiger Kerl. Und er hat schon Elisa verloren und da wäre es nicht fair, wenn er jetzt auch noch sein Kind verliert. Das ist anständig von dir, Rudi. Heißt das, Sie wollen die Natalie gar nicht bei sich haben? Sie dürfen mich jetzt nicht falsch verstehen. Jeder Großvater, ich natürlich auch, möchte sein Enkelkind gern bei sich haben. Und sie hält jetzt auch gut bei uns. Und sie ist ja jetzt auch während der Zeit, wo Marco in U-Haft war, bei uns gewesen. Und es hat ihr auch an nichts gefehlt. Und es wird auch weiter so sein. Aber trotz alledem ist er ihr Vater. Und ich hoffe, dass er heute hier als freier Mann aus dem Gerichtssaal geht mit einem Freispruch. Und dass er dann wieder mit seiner Tochter zusammenleben kann. Noch Fragen an den Anwalt? Keine Frage. Zeugin Karin von Ulrich, bitte schön. Sie dürfen den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Frau von Ulrich, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Guten Tag. Dankeschön. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Ansonsten würden Sie sich strafbar machen. Ja, richtig. Ich möchte heute auch zu meinen bisherigen Aussagen einige Korrekturen vornehmen. Aha. Dann belehre ich Sie allerdings gleich, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten würden. Mhm. Also, Sie heißen Karin von Ulrich, Sie sind 48 Jahre alt. Sie leben aber nicht hier in Deutschland, sehe ich. Ja, richtig. Ich habe meinen Hauptwohnsitz auf Gran Canaria. Ich fühle mich da auch rundum wohl,
Aber zu einigen Freunden hier in Deutschland habe ich eben noch sehr engen Kontakt und wie eben auch zu Helga. Sie sind ledige Immobilienmaklerin, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Jetzt geht es heute um den 24. Juni, als die Frau Frank niedergeschlagen wurde. Ja, richtig. Also an dem Tag kam ich ja aus Gran Canaria. Und ich hatte Helga sehr lange nicht gesehen. Das heißt, also zuletzt auf der Beerdigung ihrer Tochter Elisa, da war sie auch am Boden zerstört. Das ist ja auch ganz klar. Aber während der Telefonate, die wir dann anschließend so führten, hatte ich immer so den Eindruck, dass sie so unvermindert unglücklich ist. Und da wollte ich ihr beistehen. Ja, nun ist es ja auch selbstverständlich und nachvollziehbar, dass man über den Tod seines Kindes nicht so schnell hinwegkommt, oder? Ja, ja, das schon. Aber das war es ja nicht alleine. Also Helga hatte so wahnsinnige Angst, ihr Enkelkind wieder zu verlieren. Sie hatte Angst, dass der Vater des Kindes das Kind wieder an sich nehmen könnte, dass es dem Kind nicht gut geht und dass sie vielleicht auch nicht weiß, wo sie ist, die Kleine. Und das hat ihr sehr, sehr stark zugesetzt. Hat Nathalies Vater nicht jedes Recht, seine Tochter bei sich zu haben? Doch, natürlich. Aber ich sag ja auch nur, was Helgas Befürchtungen waren. Ich kannte ja zu dem Zeitpunkt also weder den Vater noch die Kleine. Und deswegen möchte ich heute auch was klarstellen. Ich muss was korrigieren. Ja, dann fangen Sie mal an damit. Ja, also an diesem 24. Juni kam ich vom Flughafen direkt mit einem Mietauto, bin also Richtung Haus gefahren, Helgas Haus. Und mein Handy klingelte, ich bin rechts rangefahren. Und in dem Moment, das war so 50 Meter vom Haus entfernt, konnte ich also gerade noch sehen, wie der Angeklagte das Haus verließ, sehr aufgeregt und sehr stürmisch. Und ich habe dann damals die falschen Schlüsse daraus gezogen. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Also entschuldigen Sie bitte mal, ja? Sie haben gesehen, wie der Angeklagte den Schmuck hat verschwinden lassen in seiner Tasche. Jetzt frage ich Sie, welche falschen Schlüsse kann man da ziehen? Ich habe das damals bei der Polizei so ausgesagt, das ist schon richtig. Haben Sie? Aber... Ja, aber ich habe da die Kleine noch nicht gekannt. Ich habe also die kleine Nathalie heute hier vor dem Gerichtssaal kennengelernt und ich kann das jetzt nicht mehr. Was können Sie nicht mehr? Die Wahrheit nicht mehr sagen oder was? Sie sagen mal, was Sie bei der Polizei gesagt haben. Ja, da haben Sie gesagt, dass Sie gesehen haben, wie der Angeklagte mit seinem Wagen geflüchtet ist. Sie selbst sind letztlich, ohne zu klingeln, über den Wintergarten reingegangen, haben Ihre Freunde am Boden liegen sehen. So war Ihre Aussage. Und jetzt sagen Sie uns halt, wie es war. Das stimmt eben so nicht. Du hast gesehen, wie Marco aus unserem Haus rausgelaufen ist. Und dabei hat er sich noch meinen Schmuck in seine Tasche gesteckt. Nein, Helga, du weißt genau, dass es nicht stimmt. Du weißt es. Sie weiß es? Was wollen Sie uns damit sagen? Ja, also ich habe Helga niedergeschlagen. Ich war das. Ist ja krass. Also ich habe Sie ja schon belehrt, dass Sie hier eigentlich nicht aussagen müssen, wenn Sie sich selbst belasten können. Aber wenn, dann muss es schon die Wahrheit sein, ja? Ja, ich habe das auch schon richtig verstanden. Also trotzdem, ich habe mir diese Suppe eingebrockt und ich löffel sie jetzt auch hiermit wieder aus. Also Helga hatte mich wirklich sehr, sehr intensiv angefleht, ihr den Aschenbecher gegen den Kopf zu schmeißen oder an den Kopf zu schlagen. Und ja, ich habe das dann auch gemacht. Sie drehte sich allerdings in dem Moment gerade zu mir herum, sodass ich also sehr heftig zugeschlagen habe. Und sie ging dann zu Boden und wurde ohnmächtig. Das war natürlich so nicht geplant. Mein Gott. Ja, tut mir auch leid. Sag mal, hast du den Verstand verloren, Karin? Jetzt völlig? Frau von Ulrich, auf den Aschenbecher wurden von Ihnen keinerlei Fingerabdrücke entdeckt. Ja, richtig. Wie kann das sein? Das ist deswegen, weil Helga hatte den Aschenbecher in einen Seidenschal angewickelt. Und dieses Tuch habe ich dann an mich genommen und auch die Schmuckschale geleert und habe das eben vom Tisch mitgenommen. Und das ist in meinem Apartment auf Gran Canaria. Das wird auch sicherlich sehr leicht festzustellen sein. Also, und Sie behaupten, Helga Frank habe gewollt, dass Sie sie niederschlagen? Ja, sie hat mich sehr angefleht sogar. Also, sie hat an dem Tag, hat sie zu mir gesagt, ich muss ihr ganz, ganz dringend helfen. Es wäre jetzt die einmalige Chance. Und sie wollte es dann auch dem Vater des Kindes in die Schuhe schieben, damit sie halt das Kind behalten kann. Und ich habe mich da wirklich überreden lassen. Ich war dumm, das weiß ich heute auch. Aber in dem Augenblick habe ich gedacht, gut, oder vielmehr, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, glaube ich. Ich habe einfach dann zugeschlagen und das tut mir so von Herzen leid, bitte. Schon vergessen, alles ist vergessen. Wissen Sie, wie dankbar ich Ihnen bin? Wie konntest du das nur? Wie konntet ihr das nur? Ach, Rudi, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich war ja so überrumpelt und ich... Helga,
es tut mir wirklich furchtbar leid, aber in dem Moment, ja, ich habe ja weder den Vater gekannt noch das Kind und ich war so überrumpelt mit dieser Situation. Aber jetzt heute würde ich es völlig anders einschätzen, ja. Ich habe die Kleine kennengelernt vor dem Gerichtssaal und ich bin sogar überzeugt davon, sehr, sehr, sehr überzeugt. Wenn man sie heute fragen würde, jetzt, dass sie sagen würde, sie will zu ihrem Vater, ja, und sie würde sich gegen ihre Großeltern entscheiden. Die haben echt das bei mir gut. Ja. Also, ich hätte da wirklich eine Bitte an Sie. Wenn Sie Helga nur ab und zu mal erlauben würden, dass sie die Kleine mal sehen kann, das wäre doch wirklich sehr schön, damit dieser Kontakt auch nicht ganz abreißt. Ja, das mache ich gerne. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ach, wissen Sie, Herr Richter, also, die kleine Maus, die wartet da draußen und die wartet so sehr, dass sie zu ihrem Vater kann. Können wir sie denn jetzt nicht reinholen? Mir tut das Kind so leid. Jetzt mal eins nach dem anderen, bitteschön. Erstmal nochmal Frau Frank, weiterhin. Gelten die Belehrungen von vorhin? Sie müssen sich selbst nicht belasten. Stimmt das denn, wie es die Frau von Ulrich hier sagt? Sie glauben doch wohl nicht, dass ich zu diesem ganzen Unsinn hier auch nur ein Wort verliere. Was anderes verlieren Sie aber mit Sicherheit. Nämlich den Kampf um die Vormundschaft für Natalie. Helga, bitte sei doch jetzt vernünftig. Lass du mich in Ruhe. Gibt es denn noch Fragen an die Zeugen? Keine Frage. Vielen Dank. Die Frau von Ulrich unvereidigt, genauso die Frau Frank bleibt unvereidigt. Dankeschön. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Wir haben Bundeszentralrichterausdruck. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Entschuldigen Sie bitte, ja. Könnte meine Tochter zu mir reinkommen? Ich vermisse sie und ich saß so lange in U-Haft. Naja, eins nach dem anderen. Wir sind noch nicht am Ende, aber Herr Seelhoff, spricht sicher nichts dagegen, wenn nachher nach den Plädoyers und dem letzten Wort des Angeklagten Sie die Natalie hereinholen, während wir uns zur Urteilsberatung zurückziehen. Es bleibt dabei, ich kann die Beweisaufnahme schließen. Wir schließen die Beweisaufnahme. Ihr Plädoyer bitte, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, der Verteidiger, rein strafrechtlich ist es jetzt einfach, rein menschlich bleibt es sehr, sehr schwierig. Dass Lisa so früh sterben muss, ist schrecklich. Ich hasse wirklich diesen Krebs. Und ich kann jede Mutter verstehen, die natürlich sehr darunter leidet, das eigene Kind zu verlieren. Deswegen verstehe ich auch Frau Frank, dass sie darunter leidet, unter dieser Vorstellung, dass ihre Enkelin, das Einzige, was ihr geblieben ist von ihrer Tochter, nun weit weg sein soll. Weil natürlich wird man sich künftig seltener sehen. Und die Frau Bredoni war damals die Freundin der Verstorbenen und des Angeklagten. Die rückt jetzt quasi noch nach. Auch das ist sicherlich ein Problem für sich. Wie gesagt, menschlich alles schwierig. Strafrechtlich leicht. Der Angeklagte ist nicht der Täter. Täterin ist Frau Frank. Sie wird verurteilt werden wegen falscher Verdächtigung. Und die Frau von Ulrich, die ist Mittäterin. Deswegen, Herr Diem, verstehe ich auch gar nicht, warum die bei Ihnen was guthaben soll. Frau von Ulrich ist hier die entscheidende Ursache gewesen, warum Sie in U-Haft gesessen haben. Die entscheidende Ursache gewesen, warum Sie hier auf der Anklagebank sitzen. Freispruch. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Frau Frank, ich finde es wirklich traurig, dass Sie selbst jetzt noch alles hier als Unsinn abtun. Warum sollte denn bitte schön die Frau von Ulrich so eine Aussage machen? Warum sollte sie sich denn selbst und Sie da derart belasten? Ich fände es wirklich schön, wenn Sie zu dem stehen, was Sie da meinem Mandanten mit Ihren falschen Anschuldigungen angetan haben. Dieser Albtraum hat für meinen Mandanten nun endlich ein Ende. Ich bin überzeugt davon, dass er für Natalie ein guter Vater sein wird. Ich beantrage selbstverständlich Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Diem, Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich bin jetzt einfach nur noch glücklich, endlich Natalie wieder zu sehen und sie bei mir zu haben. Gut, können Sie ja gleich, hm, Herr Seelhoff. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. So, Natalie, jetzt kannst du mal reinkommen. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Marco Diem wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Das Entscheidende kommt jetzt. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Köln vom 25. Juni 2011 wird aufgehoben. Es ist nachvollziehbar, dass es einem das Herz zerreißt, wenn man die Tochter verliert. Und es ist auch nachvollziehbar, dass es dann eine ganz bittere Vorstellung ist, auch die Enkelin nur noch selten zu Gesicht zu bekommen. Denn nichts erinnert so sehr an die Tochter wie deren Kind. Aber Natalie darf auf keinen Fall ein Spielball sein ihrer Konflikte, eine Projektionsfläche ihrer Trauer und ihrer Wünsche. Der Angeklagte ist nun mal ihr Vater. Und wenn er in der Lage ist, vernünftig für sie zu sorgen, dann gibt es keinen Grund, ihm seine Tochter wegzunehmen. Wenn Sie denken, er ist nicht dazu in der Lage, dann müssen Sie sich auf das gerichtliche Verfahren vor dem Familiengericht verlassen. Aber Sie können doch nicht intrigant versuchen, ihn hinter Gitter zu bekommen, um ihn aus dem Weg zu räumen.
Das ist ja sowas von unglaublich, was Sie da initiiert haben. Das hätte dazu geführt, wenn er verurteilt worden wäre, dass er für viele, viele Jahre hinter Gitter gekommen wäre. Hätten Sie damit leben können? Hätten Sie damit leben können, dass seine Tochter dann vielleicht wirklich gedacht hätte, mein Papa ist ein böser Verbrecher, der hat versucht, die Oma umzubringen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und Sie waren tatsächlich bereit dazu, sich selber zu verletzen? Das ist kein Kavaliersdelikt, da werden Sie selbst massive strafrechtliche Probleme durch den Herrn Staatsanwalt und ein Gericht bekommen. Und nicht zuletzt haben Sie sich damit selbst im Ringen um die Vormundschaft disqualifiziert. Über den Freispruch brauche ich, glaube ich, ansonsten nichts zu sagen. Gegen das Urteil kann zwar noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Die paar Momente, die ich Ihre Tochter gesehen habe, habe ich ja den klaren Eindruck gewonnen, sie liebt sie. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als dass sie einen perfekten Papa hat. Wobei die Frage ist ja eh, wer ist denn schon perfekt? Mir ist das selber gerade wieder schmerzlich bewusst geworden, als ich mich dabei ertappt habe, dass ich Ihre Tochter ein klein bisschen beneide. Aber das ist wohl keine besonders kindliche, sondern eine eher erwachsene Sicht. Ja, die Sehnsucht nach dem Weingut in der Toskana. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Karin von Ulrich wurde wegen falscher Verdächtigung und Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Helga Frank wurde wegen falscher Verdächtigung, Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt.